Kollega, erst einmal vielen Dank, dass Sie uns durch Ihr neues Anwesen führen. Nun gibt's Schlösser und es gibt Schlösser. Das, was wir hier sehen, ist ein amtliches Schloss. Ja gut, das Schloss hat natürlich sehr, sehr viele Räume. Ich vergesse selbst manchmal, wie viele es sind. Dies ist der Raum, in dem wir oftmals speisen. Man sieht hier, ja, 6 Stühle und die werden alle nicht benutzt, bis auf den einen. Und hier sitzt dann der Boss und speist den einen oder anderen Hummer. Man sieht hier überall Stuck. Das Schöne ist in dem Schloss, in diesem, dass du überall Stuck hast. Denn ohne Stuck ist das Leben nicht lebenswert, sagte meine Großmutter immer. Dass ihr mir hier aber diese Goldbeschichtung nicht vermagt mit eurer Kamera, ja? Dass ihr da aufpasst auf das 24 Karat. So, hier ist mein Aufenthaltsraum, wo ich gerne mich in die Mitte stelle und meditiere. Mein Meditationsraum. Das meinen Sie nicht ernst? Ja, doch, doch. Das macht der Boss auf jeden Fall. Und hier stellt sich hier hin und hat hier seinen goldenen Kelch. Hier hat der Boss seinen goldenen Kelch stehen. Jetzt fragt dich der ein oder andere geneigte Zuschauer eurer dokumentarischen Aufklärungsreihe natürlich, was befindet sich in diesem Kelche, lieber Boss? Es ist eine Urne. Und sie beinhaltet die gesammelte Asche vernichteter in Deutschrap Mikroorganismus-Existenzen. So, hier haben wir noch einen Tanzsaal. Hier wird getanzt. Ja. Wunderschön. Und was braucht man in einem Tanzsaal? Ich zeige euch das. Kanonen. Kanonen, Kanonen, Kanonen. In jeder Ecke des Raumes. Denn wenn einer aus der Reihe tanzt, dann knallt. Kanonen. Ich sage immer, Kanonen und Kanonen, sie nicht leben. So, da gehen wir mal hier lang. In diesen mir auch selbst bislang unbekannten Bereich meines Schlosses. Ach doch, jetzt weiß ich es wieder. Hier ist doch mein Fahrradkeller. Mit diesem Fahrrad fahre ich gerne mal zum Bäcker und kaufe mir keine Brötchen, sondern nur Mehl, welches ich dann als Kokain verkaufe an irgendwelche Dullis. So, Treppe hier, es ist alles gut gemacht. Hier sieht man ein Foto von einer alten Familienversammlung. Es ist ein Erbstück aus meinem Familienstammbaum und man sieht hier, wie meine Großväter darüber reden, was sie alles Tolles schon geleistet haben. Wenn ihr euch das mal anschauen mögt, ein Sofa, was an der Ecke steht, hier relativ unspektakulär, hier hängt auch kein Bild, also es ist ein relativ unwohnlicher Bereich. Ich würde sagen, das ist der unwohnlichste Bereich des Schlosses und der ist reserviert für meine ganz besonderen Ehrengäste aus fernen Ländern, die hier ankommen und denken, sie können Millionengeschäfte machen, wobei wir natürlich in einem ganz anderen Kosmos mittlerweile spielen. Ich sage immer, siebenstelliges Kindergarten, alles drüber können wir reden, aber alles andere ist dann auf dieser Bank erstmal Wartezeit angesagt, bis die Sprechstunde beim Überboss anbricht. So, dann zeige ich euch noch hier, was rechts ist. Und ihr habt ja in Wien auch schöne Schlösser. Da habe ich ja gesehen, bei euch in Wien war ich öfter mal zu Gast und gerne gesehen, da gab es bei euch in Wien ist auch schön, hier ins Ankleidezimmer. Ja, jetzt fragt ihr euch, warum hängt denn hier nichts? Ja, das liegt einfach daran, dass der Boss seine Outfits am Tag ca. 20-30 Mal wechselt. Nicht, weil er fresh sein will, sondern einfach, um seine Bediensteten auch beschäftigt zu halten. Auch in der Krisenzeit, da ist ein bisschen weniger zu tun, ne? Dann hilft man da. Dass da auch Arbeitsplätze gesichert sind und da auch niemand entlassen werden muss. Ne? Da bekleckert man sich da ein bisschen. Meistens mit Ruhm. Und dann haben die was zu waschen. So. Also, dann haben wir hier vorne noch einen Bereich. In der stille Sitzecke. Hier hängt allerdings ein Bild, was ein Schlüssel ist. Und das ist der Schlüssel zu meinem Herzen. Und den gibt es eben nicht in physischer Form, sondern nur in imaginär dargestellter, abstrakter Form. Das ist dieses wunderbare Bild. Aber es ist eben nur ein Bild. Und ein Bild ist immer nur Fiktion. Dieser Schlüssel existiert in Wahrheit nicht. Ich zeige euch dann noch das letzte Zimmer, was ich euch zeigen möchte. Das ist hier. Reingefallen. Ja, ist, denke ich mal, eine interessante Führung gewesen für euch durch das schlosshafte Anwesen des Bosses. Habt ihr mal was Schönes gesehen auch mal in eurem Leben?
Und dann macht was draus, macht da vernünftigen Schnitt draus. Ich sage euch das immer wieder, aber ihr macht euch auch langsam. Wollen Sie noch etwas Werbung machen fürs ZHT5? Nee, Werbungscheiße. Nee, lass mal, Werbung braucht man nicht. Ich will auch gar nicht, ehrlich gesagt, bei dem Album, dass das irgendeiner hört. Nee, da höre ich lieber selber, da habe ich mehr davon. Ah!